Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 4 zwischen Cuxhagen und Wolfershausen. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam eine Frau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und krachte in den Frontbereich eines LKW. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Cuxhagen mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach einer ärztlichen Erstversorgung durch die eingesetzten Rettungskräfte des DRK an der Unfallstelle wurde die schwer verletzte Frau mit dem Rettungshubschrauber Christoph 7 in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Da die Unfallursache noch komplett unklar ist, wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Während der Rettungsmaßnahmen musste die K4 für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Das Unfallfahrzeug wurde total zerstört und auch am LKW entstand ein erheblicher Sachschaden. Aufgrund einer großen Menge an auslaufenden Betriebsstoffen wurde zusätzlich die Straßenmeisterei mit der Reinigung beauftragt.